Hallo und willkommen zu einem weiteren Part unseres Let's Play Apes Odyssey. Ich begrüße euch. Ja, nachdem wir im letzten Part einmal ja eine geheime Gegend gefunden haben, also eine Secret Area, werden wir in diesem Part nochmal versuchen reinzugehen, um die drei oder vier Modokens, die da drin waren, zu befreien. Denn mittlerweile wissen wir ja, dass wir hier auch Steine einsammeln können. Deshalb sollten wir in der Lage sein, sollten wohlgemerkt, die Minen, die sich in dieser Gegend befinden, zu entschärfen. Und genau das werden wir jetzt nochmal versuchen. Von daher genug gelabert. Ach, ich habe noch Steine scheinbar. Okay. Weiter geht's mit Apes Odyssey und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wo dieser verdammte... Hold on. Wo war das? Ich bin gerade etwas verwirrt. Aber diesen Slick, den hatten wir doch letztens schon mal erledigt, glaube ich. Ja, und zwar genau so. Moment, ich bin hier falsch. Nee. Ich bin hier falsch. Oh, egal. Ape. Ist die Frage, brauche ich da drei Steine? Ich werfe. Ich weiß nicht. Ach, ich habe gar keine mehr. Interessant, komisch. Ach so, ja, nee, Quatsch. Durch die Explosion, glaube ich, habe ich die anderen verloren. War das das hier? Das... Ach, ja. Dammit. Ich weiß nicht. Hä? Kann ich hier nur noch einen Stein aufnehmen? Ups. Aber jetzt wird mir angezeigt. Nee, tatsächlich nur einer. Warum nur einer? Warum kann ich nur... Warum... Hä? Ich dachte, beim letzten Mal hätte ich hier drei aufheben können. Seriously? Alright. Oh, da war noch eine Mine. Jetzt habe ich natürlich keinen Stein mehr. Nein. Oh, what the? Oh my. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das eine andere Gegend ist, die ich noch gar nicht kannte. Ich bin gerade echt verwirrt. Ja. So ist das. Zwei Tage lang nicht gezockt und schon wieder hier völlig außer Rand und Band. Muss ich echt nochmal zurück hier. Und ja, das Spiel laggt gerade wieder mal ein bisschen. Ich gehe lieber mal hoch hier. Ich habe gerade überhaupt keine Erinnerung mehr. Ah, ich glaube, da waren wir, ne? Und da müsste es auch die drei Steine geben. So, Ape, geh mal runter. Danke. Oh Gott, wie viele Secret Areas hat es hier eigentlich? Kam da jetzt ein Stein raus? Nein, ne? Ach, jetzt habe ich wieder drei, ja. Gut, dann verbrauchen wir die nochmal kurz und nehmen wir nochmal neu auf. Und jetzt, so. Und jetzt hier runter, glaube ich, war das, ne? Ah, ja, genau. Jetzt müssten wir da hinkommen, wo wir hin wollten. Oh, come on, ey. Dankeschön. Oh ja, genau. Da waren doch die... Keine Ahnung, wie viele das waren. Bin ich hier hoch? Ja. Ah, und ich kann dich nicht... Irgendwie hatte ich das anders in Erinnerung. Bleib mal hier hängen. Besser ist es, glaube ich. Ich muss irgendwie die Bombe da unten entschärfen. Sonst ist dieser Modoken hier Matsch. Da kommst du wieder zurück. Oder nicht? Komisch. Der Slick will wohl nicht. Aber wenn ich jetzt versuche, den auf gleicher Ebene zu kontrollieren, dann wird er ja wahrscheinlich ein bisschen austicken, ne? Oh Gott. Ape. Du musst laufen. Und zwar schnell. Warte.
Ja, das passt schon. So. Genau, jetzt sind wir wieder da, ne? Genau. Genau, stimmt, da waren doch unten noch zwei Modu. Kann ich auf eben drauf springen, ja, Gott sei Dank. Genau, und die zwei, da hatten wir dezente Probleme. Oh Gott, das kriege ich doch nie und nimmer hin. Au. Die armen Mudokons. Ah, okay. Sehr schön. Und ich glaube, da drüben waren dann auch schon die Vögel, oder? Oh, yes. Okay, soweit, so gut. Slick, ich glaube, du hast deine Arbeit gut gemacht. Und tschüss. Bam. Ja, da hat er echt seine Freude dran. So, eigentlich, wenn ich hier jetzt chante, dürfte ja nichts passieren, ne? Hier zwei. Ach, wie nenne ich euch denn? Ach, ich mache einfach mal auf Zurück in die Zukunft. Ich nenne, ihr wart jetzt... Ihr wart? Ja. Euch nenne ich... Ja, Marty und Emmett. Punkt aus. So. Jetzt muss ich mir aber das echt nochmal ansehen, wie ich das hier mit den Bomben mache. Kann ich hier raufwerfen? No, no! Oh Gott. Ich kann hier auch nicht hochspringen, ne? Von wo... Werfe ich am besten die... Und ich habe nur noch zwei Steine. Super, das kann ja eh schon wieder nicht funktionieren. Gosh, dang it. Weil mir generell gerade etwas unklar ist, wie ich hier wieder runter... Oder wie ich hier runterkomme zu denen. Das war dann... Das war doch tatsächlich ein anderes Portal, oder? Weil hier kann ich ja nicht durch, ne? Nö. Leute, ich habe ein kleines Problem. Hallo, hallo, folge mir, okay. Nein, 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 nein. Ich glaube, liebe Leute, ich muss einen opfern, so leid es mir tut. Hallo, hallo, folge mir, okay. Oh. Ja, weil ich komme da nicht ran, ich weiß gerade nicht wie. Tut mir leid, ach, das war Biff. Biff ist ein Arschkeks, das passt schon. Hallo, hallo, folge mir. So, okay. Du müsstest jetzt eigentlich. Folge mir, okay. Okay, das klang gut. So. Ja, oder auch nicht so unbedingt. Hallo, hallo, folge mir, okay. Folge mir, okay. Okay. Ah, das ist mein Portal, ne? Hallo? Emmett? Ah, ne, den hatten wir schon. George. Du bist George. Genau. So, und jetzt gehe ich hier raus. Ja, wie gesagt, tut mir leid. Konnte ich jetzt nicht alle retten, weil ich nicht wusste, wie ich da jetzt wieder hinkomme. Aber hey, ich meine... pardon, 3 aus 4, das ja, ist ganz okay, würde ich sagen. Und das heißt, wir können jetzt auch mal wieder regulär hier weiterzocken. Welche Freude. So. Okay, alles klar. So, jetzt dürfen mich nur nicht die Vögelchen hier. Haut ab. Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Gut. War hier... Hier war doch der Checkpoint, oder? Gott, dieses Spiel verwirrt mich im höchsten Grade. Oh Gott, nee, jetzt warum bist du denn wieder hier? Dich hatten wir doch schon. Ah, gut, da bin ich mal gestorben zwischendurch, glaube ich. So. Ich spreng mich jetzt selbst, ey. Jawohl. Dankeschön. So. Oh, ich nehme aber vorsichtshalber noch einen Stein mit. Ups. Ja, Abe, es tut mir leid. Du bist ja noch öfter das Köpfchen. Hab ich? Ich hab doch noch einen Stein? Okay. Interessant.
So, und hier war doch... Hier ist Schatten, ne? Oh Gott. Aber hier war... Der mittlere war das, der kein Schatten war, oder? Ah, doch. Aber, ducken, glaube ich. Warte. Nein! No! Wo werde ich jetzt aufgestellt? Ja. Das heißt aber, die Mudokens müssten gerettet sein, von daher... Ja. Ich werde das sicher nicht nochmal zurückgehen, tut mir leid, liebe Leute. Eventuell, dass ich irgendwann mal nach dem Let's Play nochmal ein paar Parts rauswerfe, also rein mit den versteckten Gegenden und Arealen. Das könnte ich machen, weil ich habe immer hier individuelle Save Games angelegt. Von daher nicht so schlimm. Aber ich will auch hier einfach wieder ein bisschen vorwärts kommen und nicht hier 2, 3, 4, 5 Stunden an einer und derselben Stelle verbringen. Nein, ich glaube, wir sollten hier echt laufen. Einfach nur laufen. Warte. Nein, ich warte nicht. Okay. Diesen Bildschirm kannte ich noch nicht. Ich wusste nicht, dass ich hier springen muss. Oder sollte. Im Bestfall. Abe. Das könnte noch ein Weilchen dauern. Alright. So. Vorsicht. Ducken. Warte. Nein, ich warte nicht. Oh Gott. Kann ich dich jetzt hier... Aha. Aber ich glaube, du bringst mir ja gar nichts, ne? Kannst du mal gucken. Nö. Nicht wirklich, weil springen könnt ihr ja nicht, ne? Nö. Gut, dann... würde ich sagen, Kollege... There we go. What the f... Ja. Wie war das mit der Schadenfreude? Aber sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Ehrlich nicht. So. God dang it. Oh Mann. Nein, ich warte nicht. Und ich warte auch hier nicht. So, ich hoffe, die Vögel sind jetzt hier auch weg. Meine Güte. So, was standen jetzt hier eigentlich? Fast zu Hause. What? Seriously? Ja, das gefällt ihm natürlich, unserem Abe. Fast zu Hause? Echt? Nee, das kann nicht sein. Nee. Hallo? Oh, ein Speicherpunkt, sehr schön. Warum höre ich hier Hunde bellen? Huh. Nein, ich wollte eigentlich nur in die Hocke. Gott, wie treffe ich denn? Ich weiß nicht. Achso, ja, du hast keine... Achso, von hier vielleicht. Wobei, ich kann nicht... Kann ich nach oben da? Gah! Oh, seriously? Nein. Oh! Alright, okay. Komm hier. Ach, ich wollte schon sagen hier. So. Ich hätte gern wieder 3 Steinchen. Danke. So, was hat uns diese Lichtquelle zu sagen? Slog? Was? Slog macht? Rums. What the hell? Okay. Ja. Slog. Slog macht Rums. Steine heißen also Slogs, oder wie? Ach nee, die Minen heißen wahrscheinlich so. Ach, keine Ahnung. Whatever. Wir gucken mal, was uns hier erwartet.
Braves Hündchen. Gutes Hündchen. Nein, ich glaube, ich hätte die Mine. Ich glaube, ich hätte gar nicht. Hündchen? Hündchen? Hallo? Bist du freundlich gesinnt? Ah! No, no, no. No, 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 no. Au. Okay. Ich glaube, die Dinger sind nicht freundlich gesinnt. Gesinnt, ja, gesonnen. Oh Gott, das Spiel. Ganz ehrlich. Sollten wir dann. Oh Gott, da laufe ich ja selbst zweimal rein. Whatever. Ja! Ah. Hihi! Okay. Tatsächlich mal was geklappt aufs erste Mal. Ich glaube es nicht. So, gut. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt hier gleich mal einen Cut. Nur mal ein bisschen hier noch so ein bisschen sneak peeken. Ganz vorsichtig. Ganz leise. Ganz leise. Hallo? Hallo? Was haben wir denn hier? Schönes. Kann ich hier. Oh, ich kann hier runter, oder? Seriously? Ja! Okay, ich sehe mir das jetzt für euch extra nochmal kurz an. Sofern ich dann reinkomme. Danke. Ja. Selbst das Spiel war derart überrascht von dem Dingens jetzt hier, dass es scheinbar einen Soundbug erlitten hat. Oh Gott, gehst du wieder weg? Oh Gott. Oh, okay, okay, danke schön. Ja, liebe Leute, so viel zum Sneak Peek. Mein lieber Herr Gesangsverein. Das kam unerwartet. Okay, ja, ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Ich werde mir wahrscheinlich trotzdem das Secret hier im nächsten Part nochmal ansehen. Also zumindest nochmal reingehen. Jetzt weiß ich ja, dass ich schnell laufen sollte. Hier, Lauf, Ape, Lauf. Und ja, wenn es zu nichts führen sollte, im Sinne von, dass ich fehle, dann werde ich ganz normal weiterzocken. Wie jetzt hier ja im Grunde auch, so ein bisschen. Und werde das irgendwann eben nachreichen. Ich mache jetzt hier einen neuen Speicherstand und so weiter und so fort. Ihr kennt die Geschichte. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Ich würde mich freuen, wenn ich euch beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfte, wenn es heißt Let's Play Apes Odyssey. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit, macht's gut. Ciao, ciao.